Ah ja, dann gucken wir mal, wo wir hier weiterspielen, ne? Schnell mal noch den Streamtitel geändert. So. Wo sind wir denn hier? Lass mal gucken. Also, wir brauchen ein bisschen mehr Höhenintegrität. Wir haben kein Carbon. Wir sammeln aber Carbon und Eisen ein. Obwohl, wir können. Das können wir eigentlich erstmal lassen. Dann sammeln wir mal nur Carbon ein. Eisen kriegen wir ja darüber. Okay. Dann können wir hier unsere Zahnrädchen mal auffüllen. Was ist das hier? Last Cycle, okay. Essen haben wir nicht so viel. Da müssen wir ein bisschen mehr produzieren. Gucken wir mal hier. Wir machen Überproduktion an Essen. Okay, und wir haben hier neue Häuser gebaut. Ah ja, das war das, was wir als letztes gemacht haben. Häuser bauen. Genau, so lange stressen die hier rum. Baut der hier. Ah ja, Solarpanel. Sehr gut. Okay, die Steel Mill kriegen wir auch nicht besser. Was geht hier los? Haben wir beim Jupiter etwas? Ah ja. Hier können wir unseren neuen Antrieb holen. Sieht ja eigentlich ganz gut aus. Batterien müssen wir, glaube ich, bauen, ne? Ja. Ist das Siedler im Mini-Raumschiff? Ah, es ist. Es kommt ein bisschen drauf an, welches Siedler man betrachten möchte. Es ist eher wie ein gutes Siedler. Ich würde es eher mit einer Art Factorio vergleichen. Also es kommt hier stark auf Ressourcenmanagement an oder sowas wie Frostpunk. Das beschreibt es, glaube ich, auch ganz gut. Also du bist konstant immer am Limit, was diese ganzen Ressourcen hier angeht und musst halt schauen, dass du genug Zeugs halt reinbekommst. Ja, genau. Rumgewusel hast du auch. Also hier laufen die Leute tatsächlich rum. Ich weiß zwar nicht, wo die hinlaufen, aber irgendwas machen sie schon. Vielleicht ändern wir das ja auch mal gleich, wie so diese Dinger hier angeordnet sind, damit wir uns den einen Weg hier sparen können. Aber an sich haben wir auch eine Sternenkarte, ja, das stimmt. Also hier unser Sonnensystem. Und wir haben da auch Ressourcen, die wir einsammeln können, aber wir haben eine Story, der wir folgen müssen. Und der Story nach ist das so, dass wir hier unser Raumschiff haben. Mit dem haben wir versucht, so einen Hyperraumsprung zu machen. Also nicht in 2022, 2050, keine Ahnung. Also irgendwie so in naher Zukunft hier bei uns. Und als wir gesprungen sind, haben wir dabei den Mond kaputt gemacht. Haben wir gesehen. Und wir sind auch nicht irgendwo anders hingesprungen, sondern wir sind in so einer Zeitschleife gefangen gewesen und sind einfach gefühlt 1000 Jahre in der Zukunft rausgekommen, hier in unserem gleichen Sonnensystem wieder. Und irgendwie ist alles scheiße jetzt. Und wir müssen jetzt versuchen, hier rauszukommen, ne? Weil wir haben alle Überlebenden, die hier irgendwie in Stasis auf dem Planeten verteilt waren, haben wir eingesammelt. Und jetzt brauchen wir so einen neuen Antrieb, der hier am Jupiter gebaut wurde. Den zocken wir uns gleich mal. Und dann können wir auch in das nächste Sternensystem übergehen. Und jetzt haben wir hier gerade einen Unfall gehabt.
Da ist einer beim Stockpile irgendwie, ja. Weiß ich nicht, was. Ich weiß immer nicht, was den Leuten da passiert, aber es ist sehr tief. Wahrscheinlich ist er ins Loch gefallen hier. Ja. Also, genau, wir müssen jetzt hier ein bisschen darauf achten, dass wir genug Ressourcen haben. Ne? Wir haben jetzt zu wenig Essen, sehen wir gerade. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir ein bisschen mehr Essen produzieren. Und das machen wir auch gleich. Wir werden das hier oben mal so ein bisschen umorganisieren, würde ich mal sagen. Damit wir hier noch so ein Essensding halt hinbekommen. Ja, das hier macht Essen. Und wir wollen davon noch eins haben. Wenn ich jetzt hier gucke. Das passt nicht so ganz. Vielleicht passt es, wenn ich es hier hin bastel. Das heißt, wir reißen mal zwei Häuser ab. Ja, eh ganz viele Häuser gerade neu gebaut. Und dann schauen wir mal, ob das hilft. So, hier kriegen wir endlich unseren Kohlenstoff. Kann endlich mal diese Fabrik hier ins Laufen gehen. Haben wir denn irgendein Kohlenstofflager inzwischen? Ne, haben wir nicht. Dann wird das jetzt hier unser Kohlenstofflager. Zack. So. Weg. Jetzt reißen wir noch die Straße hier ab. Die brauchen wir ja auch nicht. Und da können wir jetzt hier noch so ein Essensding hinbasteln. Und man hat auch begrenzt Platz, ne? Kommt ja auch noch hinzu. Das ist immer wie ein bisschen wie Anno. Wenn man es denn so ganz krass vergleichen möchte. So. Mit dem Ding gehen wir jetzt hier High Priority. Dann gucken wir mal, wie schnell die hier neues Futter basteln können. Das wird aber nicht ganz reichen, ne? Wir sind in diesem Sektor minus 1,4 hinten dran. Ein Dings macht 1,1, das wissen wir. Dann müssen wir in der Ressourcenverteilung noch ein bisschen darauf achten, dass wir in Sektor 2, sagen wir mal 30 Essen haben und in Sektor 2 Minimum 40. Und dann sollten die hier eigentlich ein bisschen Essen rüber schaffen. Oh ne, was hätte ich gesagt? 30? Wie brauchen die denn hier eigentlich? 8. Okay, dann können wir da noch ein bisschen runtergehen. Dann können wir hier sagen, in Sektor 2 brauchen sie tatsächlich nur 15. Bauen die das Ding hier. Und dann bauen die hier die Wohnung fertig. Die haben wir gerade neu gemacht hier. Optimized Quarters. Also so ein bisschen, ich weiß nicht, sieht aus wie Generatoren, aber es sind halt Häuser. Ich meine, es ist halt eine Raumstation, ne? Hier sieht man es immer von außen. Ja. So, wir hatten ja gesagt, wir wollen ja eigentlich das Lager hier so ein bisschen optimieren. Das heißt, wir könnten eigentlich mal Factories Maintenance. Können wir gucken, ob wir hier Lager reingekriegen. Kriegen wir nicht. Kriegen hier ein Lager reingequetscht. Also so könnten wir eins hier bauen und noch eins da drüber, ne? Hilft bloß, glaube ich, nichts. Also wir müssen echt mit den Häusern hier gucken, dass wir das irgendwie gestemmt bekommen. Und unsere Höhenintegrität geht tatsächlich runter. Ich verstehe das gar nicht, warum. Ja, weil die nicht genug Ressourcen bekommen. Das ist das Problem. Wir bauen zu viel Shit hier. Auch kein Tutorial über Essen. Weiß, wie das geht. So. Ja. Das ist so ein bisschen Kacker. Achso, und hier haben wir noch. Ah, okay, hier liegt auch noch 120 Kohlenstoff vor Anker. Und hier brauchen wir ein Kohlenstofflager. Dann sollten wir hier tatsächlich eins bauen.
kriegen die das dann nicht aus dem Lager raus. Oder warte mal, wir machen das so. Wir brauchen ja hier gar kein Polymer. Das haben wir ja alles eingesammelt in Sektor 2. So, das kann alles mal rüber geschafft werden. Können wir das hier eigentlich auch Pause. Seid ihr doof? Ihr sollt nicht mehr damit rein scheffeln. Ihr sollt alles hier wegnehmen und hier volle Kanone machen. Ja, das ist kacke. Müssen wir kurz hier mit den Wohnungen aufpassen. Oh, wir haben auch kein Eisen mehr. Okay, dann müssen wir jetzt aufpassen. Dann müssen wir jetzt das hier alles einsammeln. 2000 irgendwas Eisen. Und gegeben. So. Und wir können natürlich noch mal ein paar Sonden rausschicken, um mal zu gucken, ob wir hier noch weitere Ressourcen sammeln. Ah, hier sieht's sehr gut aus. Da können wir mal gucken. Wir müssen echt auf unsere Höhenintegrität hier aufpassen. Das ist sonst richtiger Scheiß. Jetzt gehen wir nämlich gleich in den Arsch. Jung. 400 Eisen. Kann man noch gucken, ob wir hier noch irgendwo Eisen finden in hoher Konzentration. Silizium. Da war doch gerade ein Ausschlag. Noch gerade noch mehr zu sehen. Ja, sollen die mal machen. So, jetzt wird die Hülle auch wieder repariert. Sehr gut, was hat ihr hier? Ja, okay. So, und wir können jetzt hier langsam wieder ein Haus nach dem anderen bauen lassen. Wenn wir denn ein bisschen Eisen über haben. Also, Alloy hier. Wie sieht's mit dem Essen aus? Immer noch minus 0,6. Knappi, knappi, knappi. Jetzt müssen wir tatsächlich hier noch ein Essen-Ding hinbauen. So, dann können die auch den anderen Scheiß hier mal einsammeln. Ich weiß auch nicht, wozu ich Silizium brauche. Achso, um Computerchips später herzustellen, jo. Sagen wir hier 10 sollten immer da sein. Kriegen die hier drüben auch.
auch was. Eigentlich brauchen wir noch so eine Steel Mill. Das ist halt voll der Scheiß, ne? Wie brauchen die denn? An 30 Leute. Okay, ich warte mal hier. Aha, Request schon wieder. Was sagen Sie hier? Der Administrator, Klein Munchi, bla bla bla, ja, ist okay. Den wird halt langsam ein bisschen langweilig, wenn wir hier immer nur in unserem Sonnensystem rumgurken. Aber das ist nicht mein Problem. Echt ranklotzen hier Zeugs zu produzieren. Ach, wie viel scheiß Worker haben wir denn hier übrig? Wo steht denn das? 80 Worker und es werden 71 gebraucht. Und hier haben wir 315 und 217 werden gebraucht. Okay. Wir könnten also noch so eine Steel Mill, könnten wir tatsächlich herstellen. Mein Gott. Das sollten wir vielleicht auch machen. Ja. Also wir bauen jetzt noch so eine Steel Mill hier. Und dann schauen wir mal. Ja, das ist gut. Es geht auch noch was kaputt hier. The crew's trust in your leadership is falling. Das ist halt auch voll der Quatsch hier. Ach ja. Wie ein Idle Game? Nee, das ist... Ach ja. Es passiert tatsächlich jetzt gerade nicht so viel. Da hast du recht. Weil wir gerade den gesamten Story-Inhalt von dem ersten Ding schon abgefrühstückt haben. Im Grunde ist das so, dass ich mich jetzt eigentlich nur darauf vorbereite. Mein Gott, wie wenig Trust habe ich denn auf einmal? Angry in Sektor 1? Was habt ihr, Leute? Hunger. Okay. Warum habt ihr Hunger? Wir haben doch genug zu essen. Oh. Oh. Kacke. Okay, wir brauchen unbedingt was zu fressen. Wir haben zu viele Leute hier. Vielleicht machen wir hier mal Pause. Bei dem Ding hier. So. Vielleicht wecken wir mal keine Leute auf, denn uns geht langsam das Essen aus. Wir brauchen tatsächlich noch einen Essensdingsbums. Alter Leute, ey. Baut halt hier noch eins hin. So. High Priority.
Es ist hochkomplex leider, das ist eher das Problem, weil man wirklich scheiße viel zu tun hat. Ja, ich habe trotzdem heute angeschmissen. Der Tobi ist in Holland heute. Ich weiß nicht, was er da mit seiner Freundin macht. Aber spielen kann er heute nicht, hat er mir verraten. Ich wollte das aber weiterspielen, das Spiel. Und deswegen habe ich es einfach angeschmissen. So, wir müssen jetzt hier unser Essensproblem, müssen wir mal langsam in den Griff kriegen. Und dazu werden wir einfach noch diese weitere Bude hier bauen müssen. Sonst steigen uns die Leute hier aufs Dach. Jetzt fallen die hier alle. Also, angry, das können die mal echt sein lassen hier. Was ist denn hier mit meinem Trust los? Leute, ich mach doch schon so schnell ich kann mit dem Essen. Trust ist nicht so geil. Es wird ja immer schlimmer hier. Eieiei. Nicht, dass wir gleich laden müssen hier. Aber was sagen die denn hier? Trust zu 50% innerhalb von 30 Zyklen. Ja, das können wir machen. Das sollten wir eh machen. Das ist nämlich gleich das Spiel vorbei. Müssen unbedingt diese Steel Mill hier zum Laufen kriegen. Wir haben sonst zu viel Scheißdreck an der Backe. Ah, plus 0,9. Es wird besser. Okay, wir brauchen einfach noch ein bisschen Häuser. Das sind so zwei, drei Häuser, die wir noch bauen müssen. Und dann muss dieses Ding hier zum Laufen gekriegt werden. Müssen wir auch reparieren. Meine Güte. Aber wir können ja schon mal. Wir können ja schon mal zum Jupiter fliegen. Da werden die uns gleich richtig hier aufs Dach steigen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, mit 15% Trust dahin zu chippern. Aber es ist besser als nix. Wie viel brauchen wir denn jetzt inzwischen hier? 48. Oh, knappes Ding. Gerade so geschafft. Wir haben immer noch zu wenig Essen. Das gibt es ja nicht, ey. Was können wir denn machen, um noch mehr Essen zu kriegen? Was sagt denn die Forschung hier? So, wo haben wir das denn hier? Insect Farm. Haben wir da irgendwas? Organized Ants. Okay, das ist noch nicht das Richtige. Crop Farm haben wir hier noch. Was haben wir hier? Mess Hall. Können wir die verbessern? Wir haben eigentlich auch nichts. Ich glaube, wir müssen einfach mal jetzt darüber fliegen. Die kacken uns sonst hier ab, die Leute. Okay, ging das. Du dahin. Ja. Wir haben aber keine Batterien. Das heißt, es gibt jetzt 2,5 Tage lang keinen Strom. Ei, steigen die uns aufs Dach hier. Eieiei. Oh, das wird echt eine knappe Sache. Angry. Trust in your leadership is falling. Eieieiei. Wir hätten früher aufhören sollen, diese Leute aufzuwecken. Dann wäre uns das Fressen auch nicht so schnell ausgegangen. So. Okay, jetzt sind wir angekommen. Jetzt können wir hier in der Story auch weitermachen. So. Bla 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 bla. So, und wir können jetzt hier
die Ixion Engine einbauen. So heißt das Spiel ja auch, ne? Ixion. Once the Tychon has reached Jupiter orbit, the Melon's team will work with Tychon engineers to prepare the Ixion Engine for connection to the older Photon engine will be removed. Okay, das sollen sie mal machen. Das wird ja jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und wir können uns hier darum kümmern, dass wir mehr zu fressen kriegen. Wie sind die denn immer noch angry? Achso, weil wir über 250 Pots haben. Weil die Leute hungern. Da hätten nicht so viele scheiß Pots aufsammeln sollen. Okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen mal langsamer machen. Wie viele Ressourcen schwirren denn noch rum? 2000 immer noch. Alter Verwalter, ey. Tja, dann nimmt erstmal die... Eigentlich, ganz ehrlich, wir sammeln jetzt noch die Computerchips ein und dann düsen wir mal rüber. Was ist hier? Negative Extra Hours? Warum? Achso. Jo. Und das hier werden mal ganz schnell Computerchips, genau. Und Computerchips, die machen wir dann nicht mehr hier. Sondern darüber. Und wir brauchen dann ein Eisenlager als nächstes. Achso, wir müssen noch Leute rüberschiffen, genau. Wir müssen sagen, dass hier... Wie viel brauchen wir? 30, ne? 10, 20, 30, 35 von Sektor 1 nach Sektor 2 und zwar nur Workers. Gib ihm. Jetzt holt mir die Computerchips hier rüber, Leute. Eins, keine... Max. Population transfer complete. Okay. Auch angry. Mal reparieren bitte. Jo. Und jetzt ändern wir es so, dass wir hier Eisen storen können. Und Electronics machen wir alle wieder darüber. Wir müssen so ein bisschen mit unseren Ressourcen hier aushalten. Ne? Und wir sagen, dass wir in Sektor 2 aber sowas von 50 Eisen brauchen. Und in Sektor 1, da brauchen wir auch immer... Okay. Jetzt, sobald dieses Ding jetzt angeht, kann es auch anfangen zu arbeiten. Die Leute haben was zu tun. Wir stellen immer noch zu wenig Nahrung her. Unfucking fassbar. Gibt's ja nicht. A violent strike has started on board the Tycoon. Ach ja, Leute. An accident has occurred in the Tycoon.
Gehen wir nicht auf den Senkel. So, dann gucken wir mal jetzt hier. Was sagt es hier? So. Oh, wir haben einen Anruf. Ja, ja. Tycoon, Ixion is you. Ixion will only to make your existence worthwhile. You will need to find that. Okay. Ist cool, der sagt uns jetzt, dass wir die Koordinaten für das neue System halt brauchen. Und das kriegen wir auch hin. Ich will nur das mit dem Essen gelöst bekommen. Okay, aber haben wir ja anscheinend gelöst. 1,4 in diesem Sektor, 0,4 insgesamt mehr, als wir brauchen. Dann können wir jetzt eigentlich die Häuser hier zu Ende bauen. Und wir machen ja auch jetzt mehr als genug Verbundwerkstoff hier. Sehr gut. Können wir jetzt endlich Häuschen bauen. So, jetzt machen wir das mit den Ressourcen einmal hier. Hier sollten immer 20 sein. 15 ist gut. Und hier ist auch 15 gut. 15 Essen. Und hier brauchen wir 45, haben wir ja gesagt. Okay. A science ship team has completed a task. Okay. Ah ja, guck mal, hier kriegen wir noch mal ein paar Ressourcen. Nicht schlecht. Ready for extraction. Das sollen sie auch noch mal machen. Dann holt mir mal hier das Zeug. Das brauchen wir nicht mehr. Das könnt ihr noch einsammeln. Da könnt ihr erstmal warten mit. Und... das ist eigentlich auch alles voll. Ja, wie auch immer. An accident has occurred in the Tycoon. Diese Unfälle, ne? Die nehmen echt überhand. So, was haben wir gesagt? Was brauchen wir hier noch? Wir brauchen ein weiteres Lager. Jetzt, und dieses Lager, das drehen wir mal hier, so, brauchen wir direkt mal zwei. Es ist ein ganz filigranes, eine Waagschale, die wir erreichen wollen. Jetzt machen wir tatsächlich minus 0,6. Ich gehe kaputt. Leute, was ist denn jetzt hier los mit eurer negativen Einstellung? Population Growth. Scheiße. Okay, wir müssen uns beeilen. Wir müssen... Wie bekommen wir jetzt hier... Connect XNL und Tycoon, bla bla bla. Okay, das müssen wir hier machen. Hier müssen wir sagen, ja, baut das Ding jetzt hier rein. Höchste Priorität, Leute. A violent strike has started on board the Tycoon. Violent Strikes sind nicht gut. Was ist denn hier mit euch los? Achso, wir haben keine Krankenstation. Doch, wir haben eine Krankenstation. Okay, und ihr müsst bitte jetzt hier Computerchips einlagern. Und was fehlt uns hier noch? Zahnräder. So. Ist jetzt fertig gebaut? Ne? Okay.
Wie machen wir das? So. Ja. In accordance with Graf Stanford procedures, all ships must return to the Tycoon before Volt Jump initiation. So, rüber ins nächste System. Das sieht schon cool aus. Also ich meine, dafür, dass es ein Independent-Spiel ist, ne? Die haben das schon cool gemacht. Bam. Hat so ein bisschen was von Interstellar, finde ich. Diesmal bewegen wir uns anscheinend auch vorwärts. Sieht immer noch scheiße aus, wo wir jetzt hier rauskommen. Okay. Full jump complete. Running preliminary diagnostics. Severe hull damage has been detected. Oh, scheiße. Following self-similar traversal. Hypothesis. Each vol jump causes irreversible damage to the Tycoon structure. Also geht immer mehr kaputt. Predictive modeling suggests that four more vol jumps are possible before the Tycoon breaks apart. New okay. Mission objective established. The Protagoras possesses coordinates of the habitable exoplanet Remus. Remus. We must find dann die Remana drauf, die sind doch nicht so cool, die sehen doch aus wie Vampire. Okay. Ach, guck mal, wir haben ein bisschen Standard-Trust dazu bekommen. Okay, gucken wir mal, was alles jetzt hier scheiße funktioniert. Ja, 4 Strikes. Okay, wir müssen uns erstmal darum kümmern, dass wir hier genug Scheiße zusammengebastelt bekommen. Eieiei. Also, anscheinend können wir nicht genug Leute hier behandeln. Das heißt, wir müssen erstmal Population noch ein Krankenhaus bauen. Machen wir auch. Schade, hätte er so schön hier hinpassen können. Bauen wir noch ein Krankenhaus. So. Dann haben wir hier blablabla 19 Häuser zu wenig. Drüben haben wir 8 zu wenig, um ein bisschen zu essen. Für 8 zu wenig können wir ein Haus bauen. Für 19 zu wenig können wir auch ein Haus bauen. Und zwar so eins hier. Okay. Das sollte erstmal die groben Probleme lösen. Dann gehen wir in die Weltkarte rein und schicken ein Raumschiff darüber. So, wo sind wir denn hier? Falcon 74. Sensor have picked up usual readings for sending a team to investigate. May learn more about the blah. This is Melon's crew. Also Melon ist unser Forschungsschiff. We've landed on Falcon 74. Gravity is approximately 4,57 Meter pro Sekunde, also halbe Erdgravitation. Atmosphere is corrosive. Oh schön, alles rostet. Without shelter, we estimate a survival time to be 2 hours and 27 minutes. At the site of the unusual readings, we found a huge geyser emitting gas that quickly solidifies into cubic particles upon exposure to the planet's atmosphere. So, wir wollen hier gerne establish infrastructure to support exploration and geological analysis machen. Dafür hätten wir ganz gern das da. Wir wollen hier also eine Basis errichten. So, und ansonsten schicken wir mal direkt eine Probe los und die soll uns gefälligst hier Shit zeigen. Mal gucken. Hier sieht ganz gut aus. So. Und ihr fleißigen Bienchen, ihr arbeitet alle fleißig, ne? Ja, sieht's aus.
So, und hier hängen noch... Haben wir immer noch kein Eisendings? Doch, haben wir. Du wirst jetzt hier auch gleich Eisen? Nee, wirst du nicht. Eigentlich brauchen wir hier gar nichts, sehe ich gerade. Sieht gut aus. Vielleicht Silizium. Gucken wir mal. Schon wieder nicht genug zu fressen. Aha. Wieder 3,8 minus. Oh, Leute, ey. Das eine kriegen wir weg. Fünf Arbeiter müssen wir noch aufwecken, dann kriegen wir den einen Malus entfernt. So, Probe has completed its scan. Und wo ist denn der Scan? Wir brauchen Eisen. Das sieht gut aus hier. Administrator, a new request awaits your attention. Was haben wir denn für ein Request? The crew's trust in your leadership. Das kriegen wir hin. Alle heilen innerhalb von 25 Zyklen. Hier wurde gerade unser Krankenhaus gebaut. Zack, so. Keiner mehr hier ohne Behandlung. Und jetzt baut mir hier gefälligst mein Häuschen fertig. Damit hier auch keiner mehr ohne Haus ist. Drüben auch nicht. Diese Unfälle immer, ne? Okay. So, da fehlt noch ein so ein Dingsbums hier. Danger. Hier sind wirklich massiv zu wenig Arbeiter, ne? 129 werden gebraucht, 55 sind da und hier haben wir... Okay, dann müssen wir aber ein paar Leute mal rüberschicken, ja? 50 Leute, einfach mal... Workers von Sektor 1 nach Sektor 2. Ja, ja, ist gut, wir machen das ja schon. Kriegen wir alles gelöst. 100 Cryonic Pots in 24 Zyklen. Okay. Das ist eine Menge. Schaffen wir aber. So. Da hinten ist jede Menge rausgekommen. Sehr gut. So, was sagen die jetzt hier? Ah ja. 60 Forschungspunkte. Shattered the Melon's team carefully studied anomaly, bla bla bla, Geysir, bla, Mission Data. Okay. Gut, dann haben wir jetzt ja noch mehr, was wir hier untersuchen können. Wir können jetzt hier alle möglichen Planeten finden. Und Sachen. Da ist noch einer. Und ansonsten fliegst du schon mal dahin. Und die anderen Oppenheimer hier, die können hier dieses Forschungszeug einsammeln. Und dann können wir hier auch mal ein bisschen weiter forschen.
Dann können wir hier... Können wir hier machen? Gar nichts können wir hier machen. Das ist alles hier... Technology Tier 3 is required. So, was haben wir denn? Eins? Population transfer complete. Zwei? Drei? Weiß ich nicht. Wo ist denn drei? Soll eigentlich das hier sein, oder? Cell housing. A science ship has arrived at its destination. So, hier haben wir The Lost Sheep. Bla bla bla, meine Schiffe adrift nearby. Appears by for killing its. Oh, scheiße. Okay, Shrapnel was mining crew. Tja. Okay. Vielleicht ist das nicht so cool, dass du hier durch diese Suppe durchfliegst mit deinem Raumschiff, hä? Nur ein bisschen Eisen? Was sagen die hier? Okay, was soll ich hier versprechen? No member of a science ship will die, nee. Promise that science ship team casualty will not rise above 5. Ich verspreche hier gar nichts. Keine Ahnung, was uns erwartet. So, Haus haben wir genug. Das muss repariert werden. Und hier haben wir jetzt 10 Leute sind immer noch sick. Und 20 Housing ist immer noch gefordert. Dann bauen wir hier einfach noch ein Haus. Würde ich sagen. So. Essen ist wenig. Aber wir kriegen die Leute aufgeweckt. Ne? Das war auch irgendwie ganz essentiell. Damit der eine Malus hier weggeht, dass wir über 250 Leute in Kryostase haben. Sehr gut. Jo. Warum machen wir denn immer noch minus 0,1? Ist doch scheiße, Leute. Ist doch scheiße. Was sagen die hier? Immer noch overworked. Ja, was habe ich gesagt? Fliegt da einfach nicht durch. Was? Ja. Das ist doch Kacke. Jetzt haben wir schon ein Raumschiff verloren. Ja, toll. Ein Mining Ship ist schon im Eimer. Kann man die Mining Ships hier irgendwie besser machen? Aha. Ja, dann dritte das hier einmal. Sollten wir echt mal eins von diesen Dingern hier bauen. Ach so, wir sollen die hier aufwecken. Ach du Scheiße. Ich sehe das jetzt gerade. Ups. Population Cryonic Center. Ach nee. A science ship has arrived at its destination. Okay, was sagt der hier? Deep Dive Apparatus. Okay, was soll ich mal aufbauen? A science ship team has completed a task. Oh, das ist allerdings nicht schlecht. Der musste ja gar nicht mit seinem kleinen Scheißraumschiff immer da hinten hinfliegen. Können wir dem hier einfach sagen, lass das mal in Ruhe. Avoid. 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 So, und wir können mal weiter scannen einmal hier. Vielleicht noch irgendwo Eisen her, dass man nicht da durch diese Scheißwolke fliegen muss. Hier. Na, wo war's denn? So, High Priority.
violent strike has started on board the Tycoon. Wo denn? Oh, da. A probe has completed its scan. So. Genau, jetzt haben wir hier nämlich ein bisschen Eisen gefunden. Jetzt schicken wir die nächste Sonde mal los. Haben wir denn hier noch was war? Hier ist auch noch Eisen. Also wenig. Oh, hier, da war. Uiuiui. Da war jede Menge. Achso, Deep Dive Apparatus müssen wir noch erforschen. Das ist bestimmt beim Science Ship. Und. So. Drei Leute sind krepiert. Science Ship has completed a task. Okay. Ah ja. Und was sagt ihr? Achso, das ist immer noch Deep Dive. Scheiß. Haben wir also auch gefunden. So, was gibt's hier noch an? Hier gibt's. Oh, hier. Irgendwo hier ist auch. Story. Ja. Da. Na, was finden wir da? Komm, 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 komm. Okay. Eisen haben wir erstmal jede Menge. So, Self-Welding. Was haben wir noch? Was macht denn hier noch Sinn? Treatment. Das ist vielleicht nicht so schlecht hier, ne? Sektor 2, steigen sie immer noch aufs Dach. Leute. Kommt mal klar, ey. Das mit den 100 Pots wird echt eine knappe Sache. So. Deep Dive Apparatus haben wir. Und was haben die jetzt hier? Several sensors have recorded contradictory readings relating to the Coriolis effect. Blah blah blah. This is a crew of Oppenheimer who have entered Parenti atmosphere. Deployed, but gravity on the planets make complicated operations. Visibility is near atmospheric. Corrosive factors are negligible. Blah blah blah. Was machen wir denn hier? Microprobes in the atmosphere. Ja. Machen wir Microprobes in the atmosphere. Viel Spaß. Und Forschungspunkte haben wir auch noch. Dann können wir ja vielleicht bei dem Schiff auch noch sagen. Happy New Year, Administrator. Oh. Ein Jahr haben wir geschafft. Wow. Und die Leute hassen mich. Das ist es. Immer noch overworked. Wir brauchen immer noch 32 Leute hier. Wie viel haben wir hier?
heißt, wir lassen die mal alle bitte. Schicken wir einfach mal 10 schon mal rüber, oder? 10 Leute gehen von Sektor 1 nach Sektor 2, die Workers sind. Und viel Spaß. Gehen die mir auch nicht auf den Sack. Administrator, a new request awaits your attention. What? Criminals are complaining about the high levels of smoke and noise. Nein. Population transfer complete. Oh, grün. Oh, wir haben keinen Strom mehr übrigens übrig. Wir haben genau auf Kante gebaut. Leute. Wir haben kein Eisen mehr? Okay, tatsächlich haben wir kein Eisen mehr. Sammelt mal schnell Eisen ein. Und ihr auch, Herr Eisen. Und dann brauchen wir hier ein neues Raumschiff. Und zwar so eins. Das hier brauchen wir. Das hier brauchen wir. Und du kannst schon mal nach Plymouth fliegen. Und dann haben wir eine Sonde. Und wo kann die Sonde noch was? Was ist. Also, gibt hier diesen blöden Scheißdreck. Und es gibt hier diesen blöden Scheißdreck. Warte mal, da. War doch gerade noch mehr Eisen. Da, da, da. Da. A science ship team has completed a task. So, 45 Forschungspunkte. Sehr gut. Ich nicht aufgepasst. Es ist schon wieder das Eisen ausgegangen. Ja, ich gehe kaputt. Das ist doch scheiße. Waste Treatment Center, ja. Ja, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, müssen wir tatsächlich einmal mehr Strom produzieren. 60 und 2 Dinger oder 45 und 1 Dings. 45 und 1 Dings brauchen wir hier. Das brauchen wir. Hört doch auf mit euren scheiß Unfällen, Leute. So, du bist jetzt angekommen. Also, our probe has detected the presence of cavities beneath the planet's surface, also Höhlen oder sowas. Ne? The readings we are picking up from these chambers are similar to those from strong nuclear reactions. Okay. Yeah, from the planet's surface we have giant emerald waves frozen in time. Tja, was macht man denn da? Intrusive Detonating? Ja, genau, wenn das radioaktiv alles ist. Set up a temporary study center oder a setting of infrared cable supporting governments. Ja, komm. Mach es richtig oder mach es gar nicht. Wir machen es richtig. Das brauchen wir zwar ein bisschen länger für. Wir haben eigentlich auch die Ressourcen nicht, aber wir brauchen Forschungspunkte. Die Ressource kümmern wir uns jetzt. Da habe ich doch gerade eben hier. Ja. Da ist ordentlich noch was zu holen. Eigentlich können die jetzt ja da hinten auch wieder einsammeln, ne? Wir haben denen ja jetzt hier stärkere Hüllen gegeben.
has completed its scan. Completed its scan. Kommt zwei noch, eins noch, ja. Administrator, a new request awaits your attention. Entertainment longstanding let's believe that you're in fact not human. Perhaps it's a new generation. Ah ja, Nonsens. Hui. Okay, das werden wir wohl auch nicht schaffen hier. 37 von 100. Train 30 colonists. Okay, the viable planet. Schaffen wir alles noch. So. Wir brauchen noch mehr Ferrum. Da habe ich doch gerade Ferrum gefunden. Wie sieht's aus hier mit meinem kleinen Raumschiff? Fehlt uns irgendwie noch ein bisschen was, ne? Dann sagen wir mal, dass wir ...30 da brauchen und ...50 da. Das hätten die echt mal automatisieren können mit dem Ressourcen hin und her schieben. Das ist halt voll der Scheiß. Das ist nur Beschäftigungstherapie. Neocont protocols have identified a new planet suitable for our colonization test program. Oh. Oh. Ein Planet, den man zum Besiedeln nehmen kann. Okay. Okay, dann müssen wir wohl da ein bisschen was forschen in die Richtung. Colonization Training Center, schätze ich mal. Die wollen auch so ein Center haben. Leute, ey. Wo soll ich das denn hinbauen? Muss ich Häuser abreißen hier? So, machen wir einfach. Machen wir Haus hier hin. Dafür. Dafür muss das weg. Das muss weg. Scheiße, wir brauchen da gar kein neues Haus.
completed its scan. A science ship has arrived at its destination. So. Genau, dafür brauchen wir das Training Center. A new request awaits your attention. Sehr spannend. Sagen die hier. Utilizing Food Restriction Policy in Sektor. Ah ja, okay. Ja, machen wir später. Das kriegen wir auch hin. Mein Gott, jetzt haben die aber Ansprüche hier. Auch noch ein Haus bauen. So, jetzt können wir hier die Straße abreißen. Wir haben jetzt hier genug Platz, um, was wollten die haben? Ein Alternate Life Center, das hier. Läuft. Wo gehen die Spenden hin? Die Spenden kannst du dir angucken auf Let's Play for Charity auf der Webseite. Das sind unterschiedliche Sachen. Krebskranke Kinder haben wir, Obdachlosenvereinigung gibt es da, Flüchtlingshilfe. Es gibt wirklich ganz unterschiedliche Sachen, wo das Geld hingeht. Am besten einfach mal auf der Webseite nachgucken und da findest du dann eine Übersicht. Was haben wir denn schon wieder? Minus Trust, das gibt's doch nicht. Was? Starving Popular. Kriegen wir auch gelöst. Wir müssen echt noch mehr Essen anschaffen, ne? Administrator, a new request awaits your attention. Restore Cruise Trust, ja. Wir haben echt nicht genug zu essen, ne? Ah, Leute. Das ist halt scheiße. Wir haben auch keine Computerchips mehr, ne? Hey, 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 hey.
incident has occurred in the Tycoon. Ja, wir müssen eigentlich dieses eine Gebäude hier erforschen und bauen, was dafür da ist, damit wir solche Sachen einführen können wie Leute hier, reißt euch mal am Zippel mit dem Essen, gibt gerade nichts. Das nennt sich dann hier Policy Center. Da kannst du alles Mögliche einstellen. Das ist kacke, dass wir das jetzt nicht haben. Ja, die verhungern uns hier, die Leute. Achso, und wir müssen hier noch einstellen, dass Cryonic Pots müssten hier. Keine Ahnung. Muss einfach in beide. Müssen mal rüber transportiert werden. Assigned ship team has completed a task. Okay, so funktioniert es nicht. Das heißt, wir müssen denen tatsächlich sagen, dass hier, weiß nicht was, immer 20 Pots sein sollen. So. Ist doch scheiße. So, was sagen die hier? Die sagen, dass wir 60 Forschung bekommen. Okay. 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 Könnt ihr auch noch untersuchen. Geological Formation. Ja, dafür brauchen wir diese Kolonisationsscheiße hier. Okay. Und nachdem sie das eingesammelt haben, dürfen sie das wieder einsammeln. So. Jetzt kriegen wir nämlich keinen Alloy mehr. A violent strike has started on board the Tycoon. Ach ja. An accident has occurred in the Tycoon. Ich überlege, ob wir uns gerade mal ein bisschen hier hochschummeln, bevor uns hier alles um die Ohren fliegt. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? So, was sagen die hier? Halbschip, Dollars, bla. Landed on Deville, Devil 59. Despite the cold and harsh environment of the planet, the atmospheric conditions and gravity are remarkably similar to Earth's. There are large bodies of frozen water. Okay. Eieieiei. 60 davon, 60 Essen, 60 Männekicken. Das gucken wir uns später mal an. Gibt es doch bestimmt noch mehr Sachen, die wir uns angucken können, oder? Hier ist auch noch irgendwas. The crew's trust in your leadership is falling. Ja, es ist ja gut. Na, ich glaube, wir machen das mal hier. Wir holen uns mal ein bisschen Trust dazu. Das ist nämlich sonst scheiße. Oder ein bisschen Essen einfach. Machen wir hier einmal die Essensration voll. Vielleicht hilft das ja schon. Ich mache das auch nur, weil ich keinen Bock habe zu laden. Weil wir nicht gespeichert haben übrigens. Oh. Wie auch immer es geht. Hm,
wir das mal kurz hier einmal in dem Programm hinzufügen. Gucken, ob es geht. Wir speichern vorher mal. Welchen haben wir heute? Den 28.12., ne? So, Before Cheats nennen wir das. Dürfte Tobi nicht verraten. So, ich mach mal einmal hier das Essenslager voll, das sollte ja ein bisschen helfen dabei. Eigentlich müsste es so gehen, ja? Seht ihr? So. Auf jeden Fall genug zu fressen. Theoretisch haben wir auch. Ah, ne, haben wir nicht. Okay, das hilft erstmal. Und dann haben wir noch Alloy, haben wir gesagt. F2. Ja, ist natürlich doppelt belegt hier die Taste. Achso, nee. Ferrum brauchen wir, Entschuldigung. Iron F9. Das sollte erstmal helfen. Dass wir hier ein bisschen aus unserem Loch rauskommen, ne? Okay. Tycoon death toll now stands at over 100 under the current administration. A probe has completed its scan. Tja, was machen wir hier? Komm, wir machen das hier. After approaching, so no, revealed to nothing more than optical illusion. This effect was caused by light filtering through blah. Yo, ist okay. So, die Probe ist nicht durchgekommen, oder was? Das ist aber schade. Hier ist irgendwas noch. So, jetzt kriegen wir hier Trust. Seht ihr? Happy. So, und wir müssen irgendwas mit unserer... Was haben wir jetzt erforscht? Wir müssen hier irgendwas mit unserem Healthcare-Scheiß machen. Wo war das denn? Insect Farm? Ja. Das brauchen wir. Und dann müssen wir noch das hier erforschen. Und wir müssen jetzt endlich Colonization Training Center bauen. Das bauen, dann brauchen wir auch eine Polymer Factory. Ne, nicht Polymer. Wir brauchen was haben wir noch gar nicht erforscht?
Wir brauchen eine Electronics Factory. Genau. Das Ding hier. Haben wir doch schon davor schon. Können wir den nicht bauen? Ah ja, toll. Electronics Factory. Hier, das Ding brauchen wir. 30 Strom. Alter, was ist das denn für ein riesiges Gebäude? So, hier, High Priority. Minus 15 Essen? So, weil wir nichts produzieren, dadurch, dass das Lager voll ist. Ja, gut. Das ist okay. Und hier brauchen wir noch Häuser. Und Waste Treatment sollten wir hier irgendwie hinbauen können. Aber wie? Eher gar nicht, würde ich sagen. Ja. Das ist knapp. Das ist unmöglich. Ist ja nichts irgendwo hin hier. Wir werden auch gleich wieder massiv Strom verlieren. Das heißt, wir bauen einfach mal prophylaktisch. Schon mal so ein Teil. Die brauchen immer noch ein bisschen was.
guck mal, da ist noch. Können wir dann noch erforschen? Gibt es hier irgendwo noch Planeten, die sie irgendwo versteckt haben? Hier. Da ist auch noch irgendwas. Ja. Nicht train automatically, sondern trains up 15 colonists over 5 cycles using one. Achso, wir haben keine Electronics mehr. Ah, ist gut, dass wir das bauen. Wir brauchen Computerchips dafür. Okay. Jo. Gerade so richtig gebastelt. Nicht schlecht. In Sektor 2 brauchen wir 40 Leute. 40 Häuser wieder. Okay. Können wir doch hier noch ein Haus reinquetschen, oder? Und eine Straße. Wie kann es denn hier nicht zu fressen geben? Das ist doch voll, das Ding. Probe has detected an abnormally high concentration of metal isotopes. Bla bla bla. Pressifier. Sieht schon geil aus, ne? Disappear into the gaseous atmosphere. Some surrounding spanned by geometric rock crusters. Okay. Ah, komm. Was kostet der Geiz? Ja, bring das darüber. So. Brauchen mehr Forschungspunkte. So. Ach ja, jetzt brauchen wir natürlich auch Silizium, um Computerchips zu bauen, ne? Da war ja was. Scheiße, hier. Hier, da gibt's Silizium. Okay. Kein Silizium mehr, danke. Brauchen wir erstmal ein Lager. So. Und da muss Silizium eingelagert werden. Silizium ändern. Ne, wir bauen jetzt einfach noch ein Lager hin. Brauchen sie ja so oder so. Lithium. Jetzt können wir denen sagen. Nee, nicht hier.
sondern hier. Bitte Höchstpriorität Silizium. Wir suchen einfach nochmal nach Silizium. Kann ich nur eine Quelle von Silizium hier geben? Ah, da. Dir auch. Guten Start ins neue Jahr. Aber funktioniert ja super hier mit der Straße. Haben wir jede Menge Silizium gefunden. Oh, hoffen wir mal, dass unsere Cargo-Ships das überleben hier, durch diesen komischen Scheiß zu fliegen. A probe has completed its scan. Nicht irgendwie sagen, dass sie das erfolgen sollen. Okay, Kohlenstoff haben wir auch keinen mehr, den sollten wir auch noch aufsammeln. Kriegen wir schon hin. Has occurred in the typhoon.
A ship has been destroyed by a space weather event. Fuck. Ja. Das ist halt echt die Scheiße hier. Science ship team has completed a task. Mm-hmm. Life form. Science ship team has completed a task. Ah ja. So, jetzt kriegen wir hier noch ein bisschen Forschungspunkte. Was machen wir da mit den Forschungspunkten? Die müssen wir eigentlich... hier in Cargo Ships stecken. Hm, können wir nicht. Okay. Dann müssen wir sie in die Crop Farms oder... Wasser, was haben wir noch gar nicht? Wir brauchen Waste. Hm. Okay, gucken wir mal, was wir noch machen können. Ja. Jetzt kann in dem Sektor hier gebaut. Ist doch scheiße.
Der eine soll das nehmen. Has occurred in the typhoon. So, und jetzt haben wir hier noch unser. Was brauche ich? Und ich brauche Platz. Schmelze eins rübersetze. Dann haben wir hier eigentlich noch Platz, ne?
Na komm. Has occurred in the Typhoon. So. Incident has occurred in the Typhoon. Wo sind denn jetzt hier meine Kolonisten? Schwachsinn, ich habe schon wieder falsch rumgebaut, ich Idiot.
accident has occurred in the Tycoon. The crew's trust in your leadership is falling. Has started on board the Tycoon. An accident has occurred in the Tycoon. Mit euren Strikes. Und Repair-Scheiße, wo ist das hier? Has occurred in the Tycoon. So, ein bisschen aufgeräumt hier.
Sinn, das abzureißen. Das hier müssen wir abreißen. Wie brauche ich? 60 Kolonisten. Okay. Gucken wir mal, was es hier oben zu erforschen gibt. Bla bla bla, Electromagnetic Signal. Bla. Machen wir wohl erstmal das hier.
accident has occurred in the Tycoon. Forschen. A science ship team has completed a task. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Das ist ganz cool. Naja, ich wollte schon sagen. Sehr lustig gewesen, wenn wir das trotzdem wegschicken könnten. A science ship team has completed a task. Jetzt bauen wir die Scheiße hier ab. An accident has occurred in the Tycoon.
new request awaits your attention. Sind die jetzt mal hier fertig? Ja. War das nicht gesagt, dass wir das bauen wollen? Has occurred in the Typhoon. So. Treatment Center. Deswegen haben wir die ganze Scheiße hier auch nur gemacht.
has occurred in the Tycoon. Ach so, eine Policy brauchen wir auch noch. Dann machen wir wohl für heute mal aus, ne? Sind ja relativ weit gekommen. Sehr cool. Dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Macht's gut.